herzlich willkommen am zweiten Tag. Wir sind heute mit dem gleichen Zug wieder gefahren, um die gleiche Uhrzeit sogar. Aber wir sind weiter vorne in diesen Zug eingestiegen, denn der vordere Teil vom Fuji Excursion Zug ist eigentlich der Kaiji, beziehungsweise manchmal auch der Azusa, und der fährt direkt nach Kofu. Und gute Zuschauer werden wissen, dass das meine alte Heimat in Japan ist. Deswegen ist das hier alles gerade ziemlich nostalgisch, weil ja, sehr viele Erinnerungen, sehr viele Dinge, die aber doch ein bisschen anders sind. Aber eigentlich sind wir hier, um heute wieder aus Kofu rauszufahren, denn wir wollen nach Shusenkyo. Das ist eine Schlucht hier in der Nähe, die auch sehr beliebt für die Herbstzeit ist. Und da hoffen wir heute auch noch ein bisschen Herbststimmung abgreifen zu können. Wir sind jetzt 40 Minuten knapp mit dem Bus in die Berge gefahren. Und was ein bisschen komisch ist, ist, dass wir die einzigen sind, die an dieser Haltestelle hier ausgestiegen sind. Also es gibt drei Shusenkyo-Haltestellen. Die erste ist ganz unten. Von dort aus läuft man nochmal 2 Stunden durch die Berge. Von hier aus läuft man nochmal 40 Minuten durch die Berge. Aber man kann auch bis ganz nach oben fahren. Es hat uns trotzdem gewundert, dass wir wirklich die einzigen sind, die hier ausgestiegen sind. Heute so viel mehr Glück mit dem Wetter, ist einfach unglaublich. Es ist warm, es ist sonnig, es ist fast zu warm, um unterwegs zu sein. Das Koyo ist allerdings ein kleines bisschen weniger schön als gestern, aber das tut dem Ganzen echt keinen Abbruch. Also heute ist wirklich super schön. Wir können hier hinter mir den Weg lang gehen, aber irgendwie ist das so sehr kein Weg, dass wir gesagt haben, wir lassen das lieber, vor allen Dingen so komplett ohne wirkliche Wanderkleidung, sage ich mal. Deswegen gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück Richtung Hauptweg, der wahrscheinlich an der Straße lang führt, aber es hat sich trotzdem gelohnt, hier so ein bisschen am Fluss lang zu gehen und einfach mal ein bisschen ja, das Wasserspiel und das Lichtspiel zu beobachten. Auch deutlich auffällt, ist, dass es nicht so touristisch überlaufen ist wie gestern. Also vor allen Dingen, glaube ich, sind außer uns hier sehr, sehr wenige ausländische Touristen, weil Shusenkyo halt einfach ein Ort ist, der ja nicht so praktisch gelegen ist oder
nicht so bekannt ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Geheimtipp ist oder sowas. Wenn man hier in der Region wohnt, ist es halt schon sehr, sehr bekannt. Aber es ist halt eher für den inländischen Tourismus bekannt. Das Gute daran ist, dass hier nicht so viele Leute sind und man halt einfach mehr Zeit hat, hier lang zu gehen, das zu genießen, weil es einfach nicht so überfüllt ist. Die Downside davon ist, also die schlechte Seite davon ist, dass es hier teilweise schon echt ein bisschen heruntergekommen aussieht. Also wir sind jetzt hier gerade an so einem ehemaligen Restaurant, würde ich sagen, was halt einfach super verlassen und verwittert aussieht. Und das ist halt schon irgendwie, ja, so ein Zwiespalt, den man dann direkt fühlt, wenn man das so sieht. Man merkt halt, dass die Zeit, wo es hier schön war, schön näher war, schon vorbei ist. Ja. Und haben eben in einem sehr urigen Lokal hier was gegessen. Max hat das Yamanashi-typische Gericht gegessen, Hotto. Und ich habe Sansai Udon gegessen, einfach weil ich Hotto schon so oft gegessen habe und Hotto eigentlich gar nicht so sehr mag. Wie fandest du's? Ich fand's sehr gut. Ja, es ist schon lecker, aber... Ja, die Nudeln sind sehr gut. Ich finde, es ist schon lecker, aber es rechtfertigt nicht den Preis, weil es war, glaube ich, irgendwie fast 200, 300 Yen teurer als mein Gericht. Ja. Also Hotto ist halt hier die Spezialität und entsprechend hat es dann auch diesen Preis. Der Weg hier hoch hat sich super gelohnt, aber mehr für den Weg an sich, weil es einfach super schön war unterwegs, anstatt für das, was hier oben dann ist. Also die Leute, die hier hochgefahren sind, ich glaube, viele von denen wandern dann runter. Ich würde jetzt nicht hier hochfahren zu der Takiue Station, nur um hier oben zu sein für die touristischen Attraktionen, weil, naja, man kann hier halt irgendwie Souvenirs kaufen und Geld ausgeben und irgendwie in so ein Edelsteinmuseum gehen, weil Edelsteine in Yamanashi ganz besonders sind. Und irgendwie gibt es hier so einen Wasserfall mit Herzen drin, ich weiß auch nicht. Aber wir werden jetzt mal gucken, wo dann demnächst der Bus wieder nach unten in die Stadt fährt. Wir haben uns jetzt noch mit einer Freundin getroffen. An der Stelle viele liebe Grüße an Karin. Und wir waren einmal kurz beim Schloss und haben uns den Mount Fuji angeguckt. Denn heute hatte man einfach so eine perfekte Sicht auf den Mount Fuji, dass wir das einfach noch mal kurz mitnehmen mussten. Thank you.
Und danach waren wir noch in einem kleinen Café, das sehr viele vegane und glutenfreie Gerichte hat. Das hat mich mega überrascht, dass es das hier in Kofu gibt. Und jetzt steigen wir gleich direkt wieder in unseren Schnellzug, 1,5 Stunden zurück nach Shinjuku. Und dann geht es morgen weiter mit Tag 3. Übrigens zum Thema Pünktlichkeit der Züge. Wir sollten eigentlich vor 12 Minuten ankommen und sind jetzt noch hier, also irgendwo auf der Höhe von Fuchu und noch ein ganz schönes Stück weg von Shinjuku, was irgendwie da so ist. Und haben, glaube ich, bestimmt einiges an Verspätung. Also es passiert tatsächlich und gar nicht so selten, wie das Gerücht der pünktlichen Züge Japans immer sagt.